Die Zukunft ist heute. Wir bauen Roboter. Großartig, ganz großartig. Wir haben hier einen Robot-Experten, der uns erklärt und zeigt, wie man das alles macht. Er ist aus England hier und also bitte, zeig mir, wie baut man einen Kampfroboter? Hallo. Der Titel ist, wie baue ich meinen ersten Kampfroboter? Der Vortrag ist eigentlich eher über das Design eines Kampfroboters. Ich bin ein Fan von Kampfrobotern seit 1998. War immer ziemlich lustig, Serien zu gucken, wie die sich mit großem Spaß kaputt gehauen haben. Hier geht es jetzt um meine Erfahrung, wie man vernünftig so einen solchen Roboter baut. Ich habe versucht, in der Schule als Teenager so einen Club zu betreiben, wo wir versucht haben, so einen Roboter herzustellen. Naja. Dieser Vortrag zeigt also, was ich gesehen habe, was ich erfahren habe und so mein geistiges Modell, wie so etwas aussehen sollte und wie es auch nicht scheiße ist. So, dass der die beiden sehr populären Modelle sind einmal die großen, so mit die Battleboards, die 100 Kilo Gewicht und so. Und wir haben so ein Modell entworfen, das wird so ungefähr um die 2000 englische Pfund kosten. Und weil sie eben so groß sind und so teuer, kann man eben so viele große, teure Waffen drauf tun, womit sie zu sich selbst und zu anderen ziemlich viel Schaden richten können. Dann gibt es eben die Kleinen, die eben nur so, die deutlich kleiner sind, die von denen man vielleicht auch ein oder zwei bauen kann. Und falls eben, man ist trotzdem groß genug, um noch schwere Waffen aufzutun. Und man muss sich halt überlegen, was man dann für Waffen drauf haben möchte. Mhm. Was ist eigentlich unser begrenzender Faktor? Geld ist eigentlich nie der begrenzende Faktor, davon kann man immer genug finden. Aber man ist immer begrenzt dadurch, wie viel Gewicht man eigentlich da drin verbauen kann. Du musst auf die Rüstung, auf die Haut, auf den Motor, auf die Räder, auf den Generator muss man das verteilen. Und du musst natürlich auch Gewicht auf die Waffen verteilen. Du kannst auch nicht zu viel auf die Waffen verteilen, weil sonst ist er zu schlecht geschützt, zu langsam. Und man muss die richtige Balance herausfinden, die funktioniert. Und zum Chassis. Alles wird am Chassis befestigt. Alles wirkt auf das Chassis, wenn dich einer rammt, wenn dich einer trifft, alles trifft das Chassis. Es muss leicht, aber eben auch sehr flexibel sein und so, dass es nicht gleich zerbricht. Einige von diesen Kampfbots hat ein sehr unflexibles Chassis und also sie hatten nicht so viel Erfolg mit den flexiblen, leichteren Chassis. Was ganz gut funktioniert, sind deshalb einfach sehr starke. Das andere Problem ist, es gibt Roboter, die den Gegner hochwerfen
Und wenn du dann wieder landest, dann kriegst du natürlich Krafteinwirkungen von ungewohnten und unerwarteten Winkeln. Deshalb auch da wichtig, ein stabiles Chassis zu haben, das darauf vorbereitet ist. Man kann ein bisschen schummeln, was man machen kann, zum Beispiel zu sagen, meine Panzerung ist mein Chassis, also schraube ich einfach alles an die Panzerung dran. Das heißt natürlich, dass die Panzerung schwerer wird, um das gleiche Ziel zu erreichen. Aber es heißt auch, wenn die Panzerung ein bisschen verbogen wird, muss dazu auch das Chassis verbogen werden. Das könnte schlecht sein, das könnte bedeuten, dass eines der Räder nicht mal den Boden berührt und deshalb verliert man seine Fortbewegungsmethoden oder ist eingeschränkt. Das ist natürlich auch blöd. Also es gibt Vorteile und Nachteile, für diese Art zu schummeln und es einfacher zu machen. Das ist der Roboter, den ich baue, ist ein Federgewicht und das ist das Chassis. Es sind etwa 40 mal 45 Zentimeter groß. Er nutzt Bohrmaschinenmotoren für den Antrieb. Ich glaube, ich habe das Chassis ein bisschen zu gut gebaut. Es ist zu stabil, es ist zu unbeweglich. Die Teile, die ihr hier seht, das sind jeweils C-förmige Aluminiumprofile. Und sie sind, glaube ich, so 5 mm dick. Dann sind am Ende nochmal Platten draufgeschraubt, um es stabil zu halten. Also es ist gut gebaut, aber ich glaube, es ist zu stark. Und das bedeutet, dass ich bei anderen Teilen Abstriche machen musste. So, man braucht Panzerung. Man kann nicht allen Angriffen ausweichen. Manchen kann man ausweichen, wenn man schnell genug ist, wenn man rumfährt. Aber irgendwann bist du versehentlich in einer Ecke, irgendjemand rammt dich oder ihr kriegt einen Glückstreffer. Deshalb, Federgewichtsroboter sind größtenteils in Großbritannien mit Stahl oder Plastik Platten gepanzert, also speziell behandelter Stahl. Und es sieht sehr ähnlich aus und hat auch ähnliche Eigenschaften wie Titanium, kostet aber bei weitem nicht so viel. Es ist außerdem viel leichter damit zu arbeiten. Titan schweißt sich gerne selber an Drillbits fest und das wird dann relativ schnell teuer. Aber trotzdem, in diesem Fall ist es grundsätzlich einfach nur Stahl und deshalb entsprechend leicht zu verarbeiten. Die günstigere Alternative, die Menschen gerne beim ersten Mal verwenden, ist besonderes Plastik. Also ein Plastik, das HDPE heißt. Das kann man in sehr dicken Stücken kaufen, so 20 mm dick. Nicht ganz 1 Zoll. So, das kann man also kaufen und kann das ziemlich leicht bearbeiten, weil das Plastik, man kann das einfach schneiden und zusammenkleben und aufbauen. Weil es sehr, sehr günstig ist, kann man sehr viele Teile von Panzerung bauen, die entsprechend dann kaputt gehen können, ohne dass es viel kostet. Das funktioniert ganz gut. Eine Sache, die man beachten muss, wenn man Panzerung baut, muss sich sehr viel Gedanken über Geometrie und die Form machen. Denn manche Waffen, zum Beispiel Spinners, das sind einfach große Stücke, die sich drehen. Und wenn die irgendwo eine Ecke treffen, dann reißen sie einfach die ganze Panzerung ab. Und das ist natürlich schlecht. Deshalb überall konvexe Oberflächen, einfach um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Schläge abgelenkt werden und die Energie deflektiert wird. Ich habe all diese Regeln gebrochen. Ich habe Stahlplatten genommen und ich habe ganz viele scharfe Kanten. Ich habe gerade Seiten, zwei Dinge, wo ich gerade sagte, dass ihr sie nicht tun sollt. Ich bin also ein schlechter Mensch. Das wird auf jeden Fall interessant. Also, mein Roboter ist in 4 mm Hardox, das ist oxidierter Stahl, eingebaut an jeder Seite. Das orange Ding in der Mitte ist der Hebearm, der ist aus 4 mm Schweißstahl gemauert. Und obendrauf sind 5 mm Polycarbonat, weil ich reingucken können wollte. Ich war ein bisschen paranoid. Falls ihr mit zum Beispiel
vertikalen Axtwaffen zu tun habt, dann möchtet ihr vielleicht oben auch etwas stickeres und stärkeres als Polycarbonat haben. Aber Polycarbonat ist ganz, ganz schön. Es ist ein Plastik. Es ist nicht, es ist ein bisschen teuer. Es ist nicht ganz so leicht zu verarbeiten wie HDP. Ja. So, Bewegung ist natürlich sehr wichtig, denn es lässt euch halt die Arena bestimmt kontrollieren. Ihr könnt dahin gehen, wo die Waffe deines Gegners nicht ist. Ihr könnt euch so positionieren, dass eure Waffen euren Gegner angreifen können und dann wieder loskommen, damit er euch nicht zurück angreifen kann oder in eine Ecke zu treiben, wo er seine Stärke nicht ausspielen kann. Also, genau. Viele dieser Kämpfer enden relativ schnell und man kann sich das dann anschauen und sagen, okay, das ist jetzt Forschung oder sich einfach nur daran erfreuen, dass Roboter zerstört werden. Viele Menschen üben nicht genug mit ihrem Roboter, deshalb haben sie dann Probleme in der Arena es zu steuern. Zum Beispiel allein die Tatsache, wenn es auf dich zukommt, dass dann links und rechts vertauscht sind und das entsprechend im Kopf auch tauschen muss. Wenn du genug damit trainierst, dann solltest du so weit kommen, dass es sich wie eine Erweiterung des Körpers anfühlt und es dazu, deinen Roboter dazu bringen kannst, alles zu tun, was du möchtest. Was ich auch oft beobachte, ist, dass viele Menschen anfangen, direkt von 0 auf 100 zu beschleunigen und dann schnell die Kontrolle verlieren. Also was man immer will, ist, dass man die richtige Geschwindigkeit für die richtige Position behält. So sich sofort bewegen, dass man gut manövrieren kann, dass man langsamer fährt, bevor man irgendwas trifft. Denn irgendwo in die Wände der Arena zu fahren, ist natürlich genauso schlecht, wie wenn der Gegner dich rammt. Weiter wichtige Dinge, um jetzt Übungen. Es gibt so, du bearbeitest die Panzerung und gut zum Üben, schlecht für die Roboter. Es gibt sehr billige Antriebsmotoren. Und man benutzt dafür billige chinesische Motoren mit modifizierter und gehackter Firmware. Das sieht dann aus wie so ein Russian Motorcontroller. Dieser Markt von chinesischen Motoren und elektronisch in China, das ist sehr vorteilhaft für den Roboterbau, weil dadurch Preise sehr gefallen sind. Man kann billige Controller bekommen, billige Motoren. Die Controls sind billig. Das ist alles im Preis massiv nach unten gegangen. Und auch mit mehr Funktionalität. Also man kann wirklich erstaunliche Apparate damit bauen. Das ist jetzt mein Setup. Du kannst da die Konstruktion in der Mitte sehen. 3 mm Aluminium, ein Motor und Antriebsriemen auf die Rückseite montiert. Dann ein bisschen gepuffert und isoliert, damit der Aufprall nicht direkt auf den Motor geht. Das ist ziemlich schnell. Das Ding kann sich schneller bewegen, als du dich bewegen kannst. Also passt schön auf eure Hacken auf. Eine andere große Sache sind natürlich die Waffen. Hast du irgendwann dein Chassis, das du haben möchtest, in die Rüstung? Ein wirklich großer Spaßteil ist die Waffe. Es
gibt relativ viele verschiedene Waffenarten. Die zwei, die ich am meisten mag, sind die Flipper und die Spinner. Und natürlich so die Bohrwaffen, wo du ein Löcher in die anderen bohrst. Da gibt es natürlich diese Sachen, wo du schwere Gewichte an Ketten hast. Die sehen zwar schön aus, aber die verursachen nicht genug spielentscheidenden Schaden. Da gibt es, wenn ihr Videos guckt, dann seht ihr eben die Kampfroboter, die einfach einen drehenden, sich drehenden schweren Metallstab haben und mit dem haben die anderen Roboter also einfach in Stücke gehauen. Dann gibt es auch noch welche mit einer Trommel drauf, die sich horizontal dreht. Spinner sind sehr effektiv. Die haben natürlich einen Nachteil, weil sie sehr viel kinetische Energie involviert ist. Können sie leider genauso viel Schaden bei sich anrichten wie beim Gegner. Wenn man sie richtig trifft, dann kippen sie unter Umständen um und dann trifft die Waffe den Boden und der Schock überträgt sich dann auf das eigene Gehäuse. Und ja, das ist selten, dass Spinner so ein Spinner kann eben einen Gegner ziemlich zerstören, aber das passiert eben nur relativ selten. Flipper sind eben auch interessant, weil sie eben auch einen Gegner aus der Arena befördern können, was dann eben auch einen sofort Instant Win bedeutet. No, sofortiger Sieg. Glaubt nicht, dass ihr zwei Waffen auf euren Roboter tun könnt. Das funktioniert einfach nicht. Du brauchst eine gewisse Menge an Gewicht, die du auf die anderen Sachen verteilst. Und wenn du das Gewicht eben auf zwei Waffen verteilst, wenn du natürlich auch ein bisschen schummeln, indem du einfach den Roboter selbst einfach in eine Waffe verwandelst, indem du einfach mehr Rüstung gibst und ihn einfach in eine Ramme verwandelst, dann wenn er 14 Kilo durch die Gegend fahren, damit kann man schon eine ganze Menge Schaden anrichten. Das ist jetzt mein Roboter. Ich habe jetzt ein paar Lichter drauf, einfach um zu zeigen, dass es funktioniert. Und das ist jetzt ein Lüfter. Das ist ein bisschen ähnlich wie ein Flipper. Aber der Lüfter ist deutlich leichter zu machen. Relativ leicht zu bauen. Und der hebt eben einen Gegner um. Jetzt noch mal ein bisschen zur Balance. Es gibt keine perfekte Balance. Jeder Roboter hatte irgendwie so ein paar Sachen und mit denen er wohl gut funktioniert. Aber es gibt eben keinen perfekten Roboter. Das heißt, die Leute verbessern und verändern ständig ihr Design. Ja, dieses ständig daran arbeiten ist halt ein großer Spaß. Das war's dann auch schon.
das sind die Resources, die ich benutzt habe. Die Webseiten, auf denen Leute sich über Kampfroboter unterhalten. Die beste Seite ist im Augenblick eine amerikanische Webseite, die sich mit den eher kleineren Gewichtsklassen beschäftigt. Die Australier beschäftigen sich ziemlich mit Kampfrobotern, wo auch die entsprechenden Motoren herkamen. Dann gibt es noch diesen Dude von aus dem MIT, der Blogs über den Bau von Robotern und anderen Fahrzeugen geschrieben hat. Und hat dort eben auch ein sehr interessantes Modell erstellt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und gibt es noch weitere Fragen? Falls ihr noch ein paar gefährliche Designfragen stellen wollt. In den Original UK Roboterkriegen gab es dann Leute, die viel Geld investiert haben. Gibt es auch Möglichkeiten, so etwas mit nicht so viel Geld zu bauen? Ja, ich weiß nicht. In Amerika haben sie die Sportsman Class, wo es so 30 Pfund, also, ja, ca. 15 Kilo Klasse, die begrenztes Gewicht hat. Und wenn du mehr Geld hast, kannst du wenn man aber eben beim Gewicht begrenzen, kommt man eben interessantere Designs, aber nur eine technische Frage. Wenn der Arm nicht elektrisch bewegt wird, wenn man Druckluft benutzt oder wie bewegt man den Arm? In dem Fall ist er komplett verbunden und dann hat man einen Aktuator, der einfach eine Gewindestange bewegt. Und dann ist da ein Schraubgewinde, das sich nicht bewegen kann. Deshalb ist es quasi wie ein Kolben, ist einfach vorgeschoben. Und dann durch die Umlenkung wird der Arm angehoben. Könntest du vielleicht noch ein bisschen darüber erzählen, was du noch so hier im Camp machst? Ihr könnt gerne noch nachher mit Fragen zu mir kommen. Ich bin sonst im EMF-Camp, die kommt gerne vorbeikommen. Es ist in der Nähe von Dijkstra's Shortest Path. Es gibt eine HeboCon Competition. Das ist quasi die japanische schlechte Roboter-Wettbewerb, wo man Roboter kämpfen lässt, die nicht so cool sind. Ich glaube, es findet heute statt und morgen ist ein Wettbewerb dazu. Da können wir also unsere albernen Roboter ausprobieren, bevor wir unseren ersten Kampfroboter bauen. Gibt es noch irgendwelche Fragen, Designfragen? Irgendwas? Vielen, vielen Dank. Wieder noch eine Runde Applaus für unseren Speaker, das war großartig.